dreh dich mal um. Hallo. Also, so einer oder eine. Jetzt. Also das ist jetzt 1,50 Meter Abstand oder weniger. Warst du vorhin so schön im Profil zu sehen? Hm? Ach, wenn das kein Skifahrt wäre, wenn da kein Skifahrtbetrieb wäre. Dann wäre es noch sauberer. Dann hätte die Stelle da, wo wir baden können. Das gab es ja früher überall, Badeanstalten am Neckar. Ne? Ja. Aber das haben wir als Kinder noch, bei Neckargemünd war eine. Das sind wir oft hingefahren. Das ist noch Skifahrtverkehr. Da bist du jetzt eine riesige Ausbuchtung machen, das Einzeuger. Ja. Ja. Die Herrschaft bin ich immer ein bisschen planlos und weiß gar nicht genau, was ich mache. Ja. Ich komme aber total gern trotzdem und spiele hier einfach irgendwas, was mir einfällt. Und jetzt muss ich wegen der Ankündigung mit den Obertönen und Differenztönen euch mal mein Oberton gerät. Und ganz besonders begrüßen wir Peter Grohmann, dem wir heute zum Geburtstag gratulieren wollen. Damit, dass die Hälfte der Bauzeit geschafft sei. Das erinnert doch an den schlechten Witz. Kennen Sie den eigentlich? Ein Mann springt vom 40. Stock eines Hochhauses in Höhe des 20. Stockwerks, sagt er. Bis jetzt ist es erstaunlich gut gegangen. Uns ist nicht nach schlechten Witzen, Marke Volker Käfer. Deshalb lassen wir erst recht nicht locker. Auf der anderen Seite lassen auch die Tunnelbahnhofsfanatiker wie die Landtags-SPD nicht locker, wenn es darum geht, Nachschub für die Steuergeldverbrennungsanlage Stuttgart 21 zu organisieren. Der Kostendeckel ist in Wahrheit längst vom Topf geflogen. Beim BER-Desaster wird inzwischen flächendeckend wegen Korruption ermittelt. Wann endlich hier in Stuttgart?
Freundinnen und Freunde, begrüßen Sie mit mir einen, der genau an dieser Stelle nicht locker lässt, unseren Redner Dr. Eisenhard von Löper, Sprecher im Aktionsbündnis gegen S21. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind nicht klein zu kriegen im Kampf gegen den Irrsinn Stuttgart 21. Das Projekt ist in der Defensive. Wir sind wieder im Kommen und in die Offensive gegangen. Sonderthema Ex-S21 sprechen. Heute geht es um die offene Flanke von S21 auf den Fildern und um die Strafanzeige gegen die Bahnmanager. Da sind unsere Eisen im Feuer. Am letzten Tag der Fildererörterung habe ich miterlebt, wie die Widerstandsbewegung durch einige hundert Teilnehmerinnen, besonders durch den Einsatz bester Fachleute der Schutzgemeinschaft Filder, der Ingenieure 22, des Gutachters Sven Andersen, von Dr. Engelhardt, die Bahnvertreter das Fürchten lehrte. Gratulation! Wolfgang Dietrich vom S21 Kommunikationsbüro verschleierte sein Fiasko nur schlecht. Als er bemerkte, jetzt sei Stuttgart 21 gefestigt. Denn es waren für ihn schwarze Tage. Er stand erschüttert da und erklärte seinen Abgang zum Jahresende. Gratulation! Und der Bahnanwalt Dr. Schütz hat der käuflichen Politik der Mischfinanzierung entgegengehalten, die privatisierte Bahn sei vom Grundgesetz entbunden. Da gratuliere ich aber nicht. Das ist das Eingeständnis verfassungswidrigen Handelns. Dann kam die Kanzlerin privatisiert in das Kleid der Bahn schlüpfen und sich am Grundgesetz vorbei mogeln. Welch ein Unsinn. Denn Artikel 87e wie Eisenbahn, Grundgesetz, verpflichtet den Bund und die privatisierte Bahn ausdrücklich zum Gemeinwohl und zur Erfüllung der Verkehrsbedürfnisse. Fragen wir, wo sind denn die Hüter des Grundgesetzes? Wo sind die Justiz, die Gesellschaft, die Medien, die sich über die verfassungswidrig entgleiste Bahn empören? Weiter gibt es eine aktuelle Zugabe zur Fildererörterung. Zwei Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim sind jetzt erst veröffentlicht, die sich auf den Hausabriss Sängerstraße 4 beziehen, die aber für die Filder, und das ist das Interessante, eine neue Angriffsfläche bieten. Vereinfacht gesagt lässt das Gericht eine Korrektur formal unanfechtbare alter Entscheidungen von Stuttgart 21 nicht zu, wenn nur das Hauseigentum zerstört werde. Die unanfechtbare Entscheidung habe nur widerrufen werden dürfen, wenn dadurch schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten gewesen wären. Das sei erst dann der Fall, wenn anerkannt höchste Rechtswerte des Grundgesetzes, also Leben oder Gesundheit der Menschen, gefährdet würden. Sicher kann man diese relative Geringschätzung des Eigentums kritisieren. Aber die hohe Wertschätzung für Leben und Gesundheit der Menschen gibt uns indirekt eine Steilvorlage für zwingende Konsequenzen auf den Fildern. Hier ist die offene Flanke von Stuttgart 21. Hier schmieden wir das Eisen im Feuer des Wandels. Das gibt
da gibt es kein rechtskräftiges Urteil. Und jeder neue Teilabschnitt von Stuttgart 21 verpflichtet völlig eindeutig zu neuer Prüfung, ob die Planung gerechtfertigt ist. Darum habe ich vor 4 Tagen auf 14 Seiten anwaltlich für die Schutzgemeinschaft Filder und für den BUND-Regionalverband Stuttgart dem Regierungspräsidium ausgeführt und begründet. Wir protestieren scharf gegen den gesetzwidrigen Abbruch der Erörterung beim Thema Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21. Die Erörterung hätte auf keinen Fall gesetzwidrig abgebrochen werden dürfen. Sie muss fortgesetzt und nachgeholt werden. Der Filderabschnitt darf nicht planfestgestellt werden, weil der von der Bahn behauptete zwingende Nachweis für die gleiche Sicherheit der 6-fachen Gleisneigung von 15 Promille des Schiefbahnhofs fehlt. Diese gefahrenträchtige Gleisneigung wäre nicht einmal bei unanfechtbarer Planfeststellung zu rechtfertigen, genauso wenig wie beim fehlenden Brandschutz, weil nämlich höchste Rechtswerte von Leben und Gesundheit der Menschen auf keinen Fall vorhersehbar und vermeidbar gefährdet werden dürfen. Das ist nach der Rechtslage auf der Basis zwingender Fakten der Filderanhörung zu beachten. Auch gemäß dem Gutachten des Diplom-Ingenieurs und Bahndirektors AD Sven Andersen. Und das muss das Nein zur Filtertrasse zur Folge haben. Und das heißt das überfällige Nein zu Stuttgart 21 insgesamt. Schließlich wäre das Projekt im Abschnitt 1.3 nur gerechtfertigt, wenn es gesetzlich vernünftig wäre. Doch der Leistungsrückbau, die verfassungswidrige Mischfinanzierung, der Bruch des Aktienrechts, des Strafrechts, der Wegfall der Vertrags- und Finanzbasis sind keine Spur von vernünftig. Das ist der Gipfel des Absurden. Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was Angelika Link am Anfang gesagt hat. Bei einem weiteren Thema, nämlich unserer Strafanzeige gegen die Bahnmanager, bekommen wir kräftigen Schub durch das Gutachten des Strafrechtsexperten, des Bremer Professors Felix Herzog. Der Spiegel berichtete vor einer Woche in der Titelgeschichte, wie der Kapitalismus unser Vermögen zerstört, auf Seite 16, Anwendungsfall Stuttgart 21. Professor Herzog vermutet ein wirtschaftskriminelles Geschehen strafbarer Untreue durch Kapitalvernichtung großen Stils. Wenn eine massive Kostenexplosion wie bei Stuttgart 21 wiederholt, verschwiegen, verschleiert und vertuscht werde, seien dies Anzeichen für ein schlechtes Gewissen der Entscheidungsträger, die um die Fortführung des Projekts bangten und ihre verantwortlichen, gut dotierten Positionen in Gefahr sahen. Werde den Beschuldigten nicht zugetraut, dass sie die Schädigung in Kauf nahmen, müsse dies die öffentlichen, Zitat, die öffentlichen Vorurteile über die Tätigkeit der Ermittlungsbehörden, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, verstärken und zu Legitimationseinbußen des Kriminalsystems führen, so der Gutachter. Die Staatsanwaltschaft hiernach muss nun die Staatsanwaltschaft unseren Beweisangeboten nachgehen und die Ermittlungen gegen die Bahnmanager aufnehmen.
Freundinnen und Freunde, wir bleiben dran in den vielfältigen und wichtigen weiteren Initiativen der Bewegung, darauf hinzuwirken, dass das Projekt Stuttgart 21 an seinem abgründigen Unsinn zerbricht. Mein Fazit heute: Die Justiz hält zu Recht das Leben als Höchstwert hoch. Dann muss sie selbst und alle Staatsgewalt, auch die Bahn, das Regierungspräsidium und endlich auch das Eisenbahnbundesamt, sich daran messen lassen. Wenn das geschieht, ist S21 am Ende oben bleiben. Vielen herzlichen Dank, Eisenhard von Löper. Gerade wurde mir etwas Unglaubliches von den Spaziergängern vom Kärntnerplatz berichtet. Sie wurden von der Polizei massiv behindert, mit ihren Bannern und ihren Plakaten hierher zu kommen. Ist es nicht unglaublich? Ist es nicht unglaublich, in einer Stadt unter einem grünen Oberbürgermeister, in einem Land mit einem grünen Ministerpräsidenten, mit einer Kultur des angeblichen Gehörtwerdens, mit einer neuen politischen Demokratie? Es ist doch echt zum Kotzen. Und jetzt abrupter Wechsel. Es geht weiter mit unserem Künstler David Stützel. Jetzt versuche ich was anderes. Nämlich, ich habe schon mal ein Lied von Franz Josef Degenhardt gesungen, als der gestorben war. Jetzt ist es schon eine Weile her. Jetzt probiere ich mal noch eins zu singen, was ich leider nicht auswendig kann. Deswegen muss ich es von dem kleinen Zettel singen. Es handelt natürlich nicht von Stuttgart 21, auch nicht von der Ukraine oder sonst irgendwas, was gerade ist. Aber es gibt lauter Sachen, die man irgendwie in Zusammenhang bringen könnte, wenn man wollte. Kann ja jeder wie er will. Dort im Südrand, gerade hinten an der Zwischenkieferwand, wo in den letzten Jahren noch das Pärchen Hennessen stand, wo es immer, wenn der Mond sie überschlägt, so gellend lacht. Da drüben haust ein Panzer aus der allerletzten Schlacht. Philine Fischer zum Beispiel, die hat ja Musical studiert, deswegen hat sie noch so ein paar extravagantere Moves einbaut. Die hat zum Beispiel noch den Expander. Philine Fischer. Oder auch ganz wichtig, Hansi Hinrich dahinter stecken kann. Die haben zum Beispiel den Doppelstein oder den Doppel-Pfau oder die Kerze oder die umgefallene Kerze. Wenn die kommt, dann weiß man schon, jetzt bremst gleich. Und jetzt stellt euch mal vor, Politiker, gerade hier in Stuttgart, würden stattdessen Schlagermoves machen. Ja? Die ganze Welt würde sich verändern. Ja? Das wären dann zum Beispiel Reden wie: Wir wollen einen Bahnhof mit mehr Tageslicht. Wir wollen einen Bahnhof mit noch mehr Tageslicht. Keine endlose Kostenspirale mehr. Mehr Geld für Kultur und Bildung. Auch für dich und für dich. Worauf noch warten? Packen wir es an! Wäre doch schön, oder? Wäre doch schön! Ja. Vielen Dank. So, bis es soweit ist, ja, und ich hoffe, das wird bald der Fall sein. Bis es soweit ist, müssen wir uns ein bisschen trösten. Und deswegen habe ich euch einen Trostschlager mitgebracht für alle, die keine Karte für Helene Fischer abgekriegt haben. Und ja, es tut mir auch wahnsinnig leid. Und ich möchte, also das ist ein ganz wichtiges Anliegen, dass ihr auch mitsingt bei dem Refrain. Ja, also wie das echte Schlagerfans auch machen würden, das macht man so. Und ich verspreche euch, wenn es euch gelingt, bei dem Refrain dieses wunderbaren Trostschlagers mitzusingen,
Ihr werdet anfangen zu lächeln. Ihr werdet auch nicht mehr aufhören zu lächeln. Ihr werdet die Wärme in eurem Herzen spüren. Und ihr werdet als neuer Mensch diesen Platz verlassen. Vertraut mir. Musik. Du liegst mit deiner Frau im Bett und das geht grad heiß her. Wolfgang, oh mein Wolfgang, ach, ich liebe dich so sehr. Ruft sie, während du ihr zärtlich in den Nacken beißt. Blöd nur, dass du Hans Joachim und nicht Wolfgang heißt. Dein Leben, denkst du, ist nichts anderes als ein Super-GAU. Gestern erst den Job verloren, jetzt das mit deiner Frau. Mit einem Mal erschließt sich der Zusammenhang wie nichts. Denn dir fällt jetzt plötzlich ein, dass dein Chef Wolfgang hieß. Doch steck den Kopf nicht in den Sand, ich habe einen Tipp zur Hand. Droht dir alles zu entgleisen, höre Florian Silbereisen nicht. Du fällig für die Reha, höre Hansi Winterseher wird. Die alte, auch nicht frische, tröstet dich, Helene Fischer ist der Traummann nicht in Sicht. Andi Borg verlässt dich nicht. Mit deinem neuen Auto warst du kürzlich länger weg. Die warmen Winde wehten durch das offene Verdeck. Im Sonnenlicht erstrahlte jedes Weizenfeld in Gold. Doch darauf dich von hinten glatt ein Laster überrollt. Nach 7 Tagen bist du aus dem Koma bald erwacht. Bin ich okay, worauf der Doktor lacht? In einem bin ich sicher, seh ich sie so vor mir liegen. Raucherbeine können sie ganz sicher nicht mehr kriegen. Doch steck den Kopf nicht in den Sand, ich habe einen Tipp zu haben. Am 31. Januar in der Rosenau.
da ist Ihr Auftritt überfordert. Anlass war, dass Hermann davor angekündigt hatte, beim Bund wegen der Mehrkosten für den sogenannten Filderbahnhof Plus anzuklopfen. Dieser Filderbahnhof Plus ist ein Thema für sich, ich komme gleich darauf zurück. Dass aber ausgerechnet eine Ministerfehlbesetzung wie Dobrindt hier meint, solche Töne anschlagen zu können, zeigt, wes Geisteskind dieser Erfinder der CSU-Ausländermaut ist. Das ist derselbe Dobrindt, der im Herbst 2010 erklärt hat, diejenigen, die gestern gegen Kernenergie, heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben. Derart unqualifiziertes Gequatsche ist einfach nur peinlich. Aber genauso wenig lassen wir Winfried Herrmann und Fritz Kuhn durchgehen, dass für sie dieser Filderbahnhof Plus mit seinen Mehrkosten nur ein willkommener Vorstoß ist, um gemeinsam mit der SPD die Diskussion ums Anheben des Kostendeckels zu eröffnen. Von Fritz Kuhn und von Winfried Herrmann erwarten wir konsequentes Handeln gegen S21. Und wir lassen Ihnen nicht durchgehen, dass Sie sich inzwischen vom kritischen Begleiter zum Gleitmittel für S21, Bahn, Dobrindt und Merkel verwandeln. Wir bleiben konsequent, wir bleiben oben und wir bleiben auf der Straße. Der heutige Demozug führt über die Kirchstraße zur Planie, weiter über den Charlottenplatz zur Olgastraße 13, vor die Stuttgarter Außenstelle des Eisenbahnbundesamtes. Und dort endet die Demo mit dem Schwabenstreich. Bevor ich jetzt noch zu den Terminen komme, möchte ich noch mal ein herzliches Dankeschön allen Unterschriftensammlern für die Bürgerbegehren danken, die am Wochenende mehr als 700 Unterschriften gesammelt haben. Thank you.